World Club Dome. Soundcheck. World Club Dome, es ist Samstag, 9.25 Uhr. Die Halle hier füllt sich. Ich glaube, es wird schon in den Nachbarräumen ordentlich getanzt und gestampft. Die Musik ist auf jeden Fall hörbar. Und ich habe hier wieder einen neuen Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen. Stell dich einmal selber vor, damit wir wissen, wer bist du überhaupt? Hi. Erstmal danke, dass ich hier da sein darf. Und sehr danke gerne. Für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin Noela. Die mich kennt, ist von German Next Topmodel. Ich war die Finalistin. Ne? Schöne vierten Platz. Herr Gatter. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Und selbstverständlich auch noch die meisten Job, Herr Gatter, in dieser Staffel. Ja, das, ist erinnern, ja. Das ist die Hauptsache. Ey, wirklich, ja. Glückwunsch. Ja, was machst du jetzt? Also ich model, ich bin Model und Content Creator. Ja. Das ist ja das Ding mit Model. Content Creator gehört immer dazu. Ich glaub, Social Media ist normal. Kannst du gar nicht mehr trennen, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Ist es immer dabei. Ja. Wie war es für dich, vierter Platz? Ich will jetzt nicht böse fragen. Ich frage mich nur, du bist sehr weit gekommen. Sure. Wie gab es eher Freude oder eher Trauer über den vierten Platz? Also das Ding ist, mein Ziel war tatsächlich, überhaupt weit zu kommen, wie ich kann. Ja, sehr sympathisch, ja. Und das Witzige einfach war, dass ich diese Ziele irgendwie immer weiter erreicht habe. Das hat mich einfach mit dem Push und mir gezeigt, dass ich krass bin. Ja. Und der vierte Platz war für mich auf jeden Fall eine Ehre. Ja, Hammer. So, und dadurch hat hier meine Tür sich geöffnet. Davor kannte ja keiner Noela. Und jetzt kennt man mich ja. Das ist, glaube ich, eine richtig gesunde Herangehensweise. Weil du könntest auch sagen, ey, jetzt bin ich so weit gekommen, warum bin ich nicht weitergekommen? Ja. Aber du hast gedacht, ey, vielleicht komme ich gar nicht so weit. Und vierter Platz ist geil. Das ist so eine Leistung. Ist Hammer. Und jetzt sitzt du hier, World Club Dome. Wir hören Musik. Und jetzt die Frage an dich. Wie sieht es mit Musik aus? Ist Musik Teil deines Lebens? Selbstverständlich. Musik ist für mich so wie Medizin. Tatsächlich, ich höre 24-7 Musik. Ah, okay. 24-7. Ja. Und es gibt keinen Moment, wo ich gar keine Musik höre. Das finde ich gut, ja. Und das brauche ich einfach für mich selber. Ob Techno oder Afrobeats oder Hip-Hop oder R&B. Ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt. Okay, ja. Sehr, 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 sehr sympathisch. Sehr, sehr, sehr. Hast du gerade aktuell einen Interpreten, eine Künstlerin, wo du sagst, ey, die kann ich hören, habe ich richtig gute Laune, macht mir Freude? Tatsächlich, die kann ich hören, ich habe gute Laune und ich fühle mich Empowerment, ist Miley Cyrus. Ja, gut. Ey, Miley Cyrus mit Flowers war ja auch ein Banger-Song letztes Jahr. Verstehst du? Ey, ja, ich verstehe es. Ich höre es auch gerne. Miley Cyrus ist aber auch wirklich eine sehr gute Sängerin, eine richtig gute Künstlerin und du hast recht, Empowerment, vertritt da alles und fühle ich auch. Ich fühle mich genau so. Ja, du hast auch eine Power-Ausstrahlung. Ja, merkt man auch hier. Ich hoffe, das kommt drüber über die Sprache, weil wir einen Podcast machen. Aber du sitzt hier, strahlst und das ist einfach schön. World Club Dome, warst du schon mal hier? Tatsächlich, ich war in Winter Edition. Ja. Letztes Jahr. Nee, vorletztes Jahr. Ja, weil letztes Jahr war Sommer noch. Sommer in Frankfurt. Und dann vorletztes Jahr, das war in Düsseldorf, Winter Edition. Da war ich. Wie hat es dir gefallen? Super. Bombastisch. Hast du Bock auf heute, ja? Selbstverständlich. Gestern war ich erstmal ein bisschen lost. Ja, glaube ich. So, ich glaube, ersten Tag ist wie jeden so. Es ist erschlägt einen, weil hier so viel los ist und du hast diese Gänge und Hallen. Man muss sich einfach auch orientieren, weil es gibt zwei Ebenen, ne? Ja. Du kannst auch oben lang laufen und dann weißt du gar nicht genau, wo du steckst. So. Genau. Ja, verstehe ich. Genau, so ging es mir auch, euch zu finden, Leute. Das ist kein Witz. Aber du hast es geschafft. Ich bin auch dankbar darüber. Du bist ja voll im Thema, was Mode und Lifestyle anbelangt. Was sagst du hier zu den Outfits von den Leuten? Tatsächlich, ich bin ja auch manchmal ein Techno-Gänger. Mhm. So, aber in Techno wäre ich ein bisschen anders angezogen, tatsächlich. Ja. Wenn ich richtig Techno feiern gehen würde. Ja. Aber ich denke bunt, ne? Ja, eigentlich ist bunt. Ist bunt. Und bei manchen denke ich auch, als würden sie denken, als wäre es die Sommeredition. Weißt du? Ich gehöre auch dazu. Ja, du bist auch so angezogen. Auch, aber ist ja cool. Aber ich finde es schön, die Leute haben hier Freude, die haben eine schöne Zeit und das ist darum geht es ja auch irgendwie. Was sind deine Pläne für dieses Jahr? Kannst du irgendwas verraten, was du so vorhast? Dieses Jahr habe ich auf jeden Fall viele neue Pläne, die ich tatsächlich nicht verraten würde wollen. Ja, verstehe. Aber ich freue mich sehr, euch mit
meine Social-Media-Plattform euch einfach mitzunehmen. Ja. Und ihr werdet schon sehen. Aber ich habe viele neue Ideen. Ich bin gerade in meiner Selbstfindungsphase. Ja. Und ich bin dankbar darüber, dass ich auch diese Zeit hatte, mich zu finden. Verstehe ich. Und jetzt bin ich mit mir selbst im Reinen, dass ich einfach ready bin, mein Ding zu machen. Magst du einmal erzählen, auf welchen Social-Media-Plattformen man dir am besten folgen kann? Am besten tatsächlich Instagram, TikTok. Ja. Am meisten. Weil YouTube... Dann bin ich noch nicht so richtig drin. Leute, es tut mir leid, ich gebe mein Bestes. Viele sagen, mach YouTube. Ja, ich mach noch. Ich glaube, du hättest da Potenzial, weil du bist ja auch funny, weißt du? Ist ja cool so. Danke. Wie ist dein Instagram-Name? Noela Nyoy. Also Noela N-Y-O-Y. Falls ihr das nicht aussprechen könnt. Ja, man muss es immer sagen. Finde ich auch wichtig. Dafür bist du hier. Wir machen alle Werbung. Ist doch geil. So. Also, ich freue mich, wenn ihr noch vorbeikommen könnt. Kurz Werbung, sorry. Max, erinnerst du dich? Ich habe jetzt jeden Gast hier gefragt, ob er sie sich an die erste Musik erinnern, so im Leben. So vielleicht erste CD oder erste Musik, die so im Kopf geblieben ist. Hast du da Erinnerungen? Oh ja, selbstverständlich. Ich weiß noch damals, wie hieß du noch? Ich bin Kirchenmädchen. Ja. Wer ist es? Also ich bin Kirchenmädchen, also ich bin na katholisch streng groß gewachsen. Okay. Ich musste sehr viel Kirchenlieder selber singen. Ach so, also Kirchenmusik, ja? Kirchenmusik. Ach, das ist eine geile Antwort. Ja, ich bin ein Kirchenmädchen. Okay, und da ist ja was hängen geblieben. Ja, tatsächlich. Ja, erzähl. Ich weiß nicht, ob ihr noch damals in Amerika diese katholische, wie nennt man die? Oh Leute, ich bin jetzt so hängen. So ein bisschen diese Sister Act. Welches Lied war das nochmal? Genau. Ah. Oh mein Gott, das war mir damals so ein Ohrwurm. Ja. Von Sister Act, weil mein Opa hat die gern geliebt. Ja. Und wir hatten einfach eine Playlist, das einfach komplett von denen den ganzen Tag gelaufen ist. Morgen bis Abend. Deswegen kann ich mittlerweile nicht mehr hören. Ich liebe das. Ich kann es nicht mehr hören, deswegen kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, okay. Aber das sind so die Lieder, wo ich mir denke, oh mein Gott. Könntest du dir vorstellen, selber auch Musik zu machen? Ja. Machst du das? Machst du das schon? Ich sag doch, ich bin gerade in meinem Selbstfindungsphase. Ja, verstehe. Ich weiß. Und ja, ich lasse einfach euch zukommen, was noch alles kommt, Leute. Ich verstehe. Ja, ich sag immer, wir haben alle Ressourcen. Haben ich wir. War vorher nicht Model und jetzt bin ich Model. Ey, das ist eine gute Einstellung für alle. Für alle Leute. Schneidet euch davon was ab von der Einstellung. Ja. Pass auf, wir haben hier noch ein Glas, so ein Fragenglas. Das reiche ich dir mal. Ich bin gespannt. Magst du mal einmal eine Frage rausnehmen? So, okay. Ich bin gespannt. Ich weiß selber nicht, was für eine Frage ist. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie ganz lieb. Vielleicht ist sie ein bisschen unangenehm. Ich glaube aber, es sind ganz liebe Fragen. Bislang war es alles sehr harmlos. Ich lasse mich mal überraschen. Ja. Ich öffne das mal. Ja, ja. Auf jeden Fall. Welche ist dein persönliches Motto oder Lebensphilosophie? Okay. Oh. Das ist super. Oh, da bin ich gespannt. Sehr, sehr super Antwort. Bei mir, mein Lebensmotto ist Love, Peace and Harmony. Und das ist mir so, 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 so wichtig einfach, weil ich habe gemerkt, ich bin so ein Mensch, ich komme aus nichts und durch Liebe habe ich viele Stärke in mich selber bekommen. Verstehe, ja. Und umso älter ich geworden bin, ich merke, ich brauche meine mittlere Ruhe. Ja, und das heißt, ich brauche mein Peace im Leben. Ja. Und genau das ist einfach nur mein Mindset. Ja, ja. Das ist eine gute Antwort. Das ist halt so. Ja, was ich auch gerne meinen Mitmenschen geben und genau dasselbe. Ey, weißt du, was so schön ist? Gerade in dieser oberflächlichen Welt, oder? Ja. Ey, nicht zu vergessen, wo man herkommt, alles Menschen sind und seid einfach mal ein bisschen nice zueinander. Ja, es tut uns nicht weh. Tut nicht weh, wirklich. Überhaupt nicht. Ja, finde ich sehr sympathisch. Du, herzlichen Dank für deine Zeit. Das war richtig schön, mit dir zu quatschen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und viel Freude noch heute auf dem World Club Dome. Merci beaucoup. Es hat auch sehr, sehr Spaß mit dir, Noah. Dankeschön. Kannst du mal da rein.